du Scheißknecht. Erzählt mal wieder eine Story, ja, ihr müsst fragen, Freunde. Was interessiert euch aus meinem Leben? Fragt. Ich antworte auf alles, okay? Ich antworte jetzt auf alles. FAQ, on stream, live. FAQ? Weiß nicht mal. Lieblingsclub in Berlin. Also sag ich ehrlich, Freunde, da ich eine Freundin habe, gehe ich nicht mehr so oft feiern, aber ich fand persönlich immer das Bricks ziemlich gut. Da war ich aber halt noch jünger. Und jetzt, wenn du halt ein bisschen viel... Hä? Hat ja, ich weiß. A2A ist jetzt da, wo Bricks war. Wurde mir gesagt. Ist. Wurde mir auch so gesagt. Nein, ist nicht da, wo es ist. Weißt du, was mein Lieblingsclub früher war? Aber da geht man jetzt nicht mehr hin, wenn du 18 bist. Ich schwöre. E4. E4. Ich schwöre, E4 war so lustig, Freunde. Mit diesen drei Stöckern, Junge. Was war das denn? Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal da reinkam, da gehst du rein, Digga, und ich dachte, ich wäre wie in so einem Film. Ganz unten ist die Tanzfläche und dann ist es wie so ein Ring. Das ist wie so ein richtig groß. Das war, fand ich immer sehr cool. Pearl fand ich so in Berlin, das war mir immer so. Also ich war nicht so oft in Pearl, muss ich sagen. Ich glaube, ich war da zweimal. Und keine Ahnung, ich fand das immer so. Warst du schon mal in Puro? Was ist das? Hugo oder Puro? Hugo. Hugo. Ja, ja. Wer ist denn das? Beim Puro meine ich mal. Ja, Puro kenne ich. Würdest du lieber aber in die Zukunft noch reisen oder in die Vergangenheit? Safe in die Vergangenheit. Wisst ihr, wie ich Tipico auseinandernehmen würde? Chat, es würde reichen, 24 Stunden in die Vergangenheit zu reisen, ich wäre Millionär. Nicht mal, es würde reichen, eine Stunde in die Vergangenheit zu reisen, ich wäre Millionär. Eine Stunde. Einer denkt nur daran. Wie wär's mal, wenn du den Weltkrieg veränderst oder so? Junge, ich würde da Scheine, machen, sowas hast du noch nicht gesehen. Die würden denken, ich bin verrückt. Alle sind verrückt. Ja, Mann. Junge, ich würde da zu Leicester in die Saison, wo Leicester Meister wurde, würde ich sagen, hör mal zu, Großer. Mach mal alles, was du, mach ich alles, was ich habe auf Leicester Sieg. Du scheiß Knecht. Junge, wäre ich da, hätte ich da super Scheine am Start. Oder was wollen wir dann noch machen, wenn wir in die Vergangenheit reisen? Ja, das fällt mir so spontan eigentlich ein. Und ihr habt, jeder, der nicht daran gedacht hat, ist ein Lügner. Ihr habt gerade alle daran gedacht, in die Vergangenheit zu reisen. Danilo Pereira spielt jetzt bei Paris. Mit Vergangenheit ist so eher so ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit gemeint, denke ich mal. Junge, ich würde da... Willst du lieber 100 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Was soll ich denn damals, 100 Jahre in der Vergangenheit, was soll ich da machen? Ja, das frage ich mich auch, deswegen Zukunft. Nicht cool, vielleicht gibt es dann schon Aliens. Ich beantworte alles, was ich lese. Meinen ersten Absturz hatte ich... Das ist nicht so gut, Meinen ersten Abschluss hatte ich mit 14. Ich weiß noch ganz genau, 8. oder 7. Klasse war das. 8. oder 7.? 8.? Da war ich auf so einer Homeparty, Freunde, mit Kumpels. Da ging es ganz schnell bergab. Da ging es ganz schnell. Ganz Debüt oder? Hä? Das war nicht mein Debüt, aber es war zum ersten Mal, dass ich so richtig was. Also ich hatte schon mal so, weißt du, was ich meine? So richtiges Debüt-Absturz-Ding war es halt. War aber nicht mein Debüt. Ist ja so, als wenn du beim Debüt direkt rote kassierst oder so. So war es nicht. War aber so, hab nicht viel Erfahrung in der Bundesliga gesammelt gehabt. War vielleicht so mein zweites Spiel, drittes Spiel. Hast du einen besten Freund? Ich habe, persönlich gesehen, würde ich sagen, habe ich nicht viele beste Freunde. So, wie soll ich das erklären, Digga? Ich habe, wenn ich jetzt sagen müsste, ich habe vielleicht drei beste Freunde, die so eigentlich, denen ich so eigentlich alles anvertraue. Was ist in Mykonos alles passiert? Na, da halten wir uns bedeckt. Da halten wir uns bedeckt, Freunde. Ich weiß nicht, was ihr meint. Was soll ich da sagen, Digga? Also mich persönlich juckt es nicht, aber es ist halt für andere Parteien. Achso. Ist halt für andere Parteien nicht komfortabel. Ich will gerade irgendwas liegen. Okay, liegt was. Was willst du liegen? Nein. Lass uns das skippen, Freunde. Mykonos, nichts. Alles super. Hat eine schöne Zeit. Was in Mykonos passiert, bleibt in Mykonos. Rasierst du deine Eier? Ja. Ja. Wie sehr ist noch die Liebe zu Richard da? Sehr groß, Freunde. Aber der ist auch vorsichtig. Zurecht. Das hat seine Gründe. Wie war dein erstes Mal? Boah, Freunde, mein erstes Mal war so cringe. War richtig, richtig cringe. Ich hab das ja schon mal erzählt, so. Kurzform, ich kam rein, sie hat da Kerzen aufgebaut und so. Ja, war ziemlich Quatsch mit Soße. Aber was soll ich machen, Digga? Soll ich sagen, hör mal zu, soll ich die Dinger da auspusten und gehen oder was? Ich hab den Stiefel runtergespielt. War auf jeden Fall gar nicht, also sehr komisch, Digga. Ich wusste nicht, was ich da mache. Für sie war es auch das erste Mal. Das war halt... Nicht so dolle, aber war halt eine Erfahrung, was soll ich dir euch erzählen, Freunde? Rosenblätter. Ne, da waren wirklich so Kerzen und das war, ja. Hast du sowas? Ja, was soll ich machen, Digga? Soll ich dir sagen, was soll die Scheiße, was sollte ich denn machen in dem Moment? Hä, bist du lost? Konnte nichts machen, Digga, war ein Teufelskreis. Ich musste den Stiefel halt runterspielen. Alexandra Meyer, danke schön für deinen Follow, mein Freund. Alexandra oder Alexander? Alexandra, ups. Danke schön für deinen Follow. Ich würde sagen, meine Freundin, null.
Eni, was war dein letzter Fehlkauf? In real life? Der letzte Fehlkauf? Ich glaube, dein Parfüm. Mein Parfüm, ja, würde ich auch sagen. Das Parfüm aus Mykonos, würde ich sagen, ist Fehlkauf gewesen. Viel zu teuer, Chat. Es riecht gut, keine Frage, aber viel zu teuer. Ich habe dafür 300 Euro gezahlt und das holt mich nicht. Im Rausch von Mykonos. Es war im Rausch von Mykonos, ja. Akmi Tsuji mit 4 Euro. Hast du Fragen fürs erste Date? Grüß mal Ali. Fragen? Ich dachte so im Urlaub, Leute, wenn ihr Mädchen seht, auf einmal anstatt eine 7 von 10 ist auf einmal eine 9 von 10 im Urlaub. Ist einfach so, man weiß nicht warum. Dankeschön für die 4 Euro. Was meinst du mit Fragen? Was man sie fragen kann? Ich würde immer, Freunde, wenn ihr auf ein Date geht, würde ich immer fragen, ich würde sie versuchen immer von sich zu erzählen. Da könnt ihr keine Scheiße labern und die denken, ihr seid interessiert. Ja und, was ist da so? Ja, ich bin jetzt hierher gezogen und ich meine Eltern, ich bin nur wegen meinen Eltern bin ich hergekommen. Ja und, was machst du da? Was ist so? Die mögen immer so von sich zu erzählen, obwohl es euch ja auch nicht interessiert. Ihr denkt immer nur daran, wie sie in Unterwäsche aussieht, was? Machst du mal ein Fan-Treffen? Ich mich fern vom Date, cringe. Ich wollte ein Fan-Treffen machen, aber es hat nicht funktioniert. Wegen Corona. Es gab schon zu viele Anfragen. Lieblingsmische. Nee, ich halte mich da bedeckt. Ich antworte auf alles, okay? Ich antworte jetzt auf alles. Ey, sag doch, Junge. Ich halte mich da bedeckt. Ich halte mich da bedeckt. Also ich kann euch einen Tipp, also was ich persönlich sagen kann, ist, ich bin gar kein Fan von Mischen, weil das ist voll anstrengend, Freunde. Mein Plan, meine Taktik war es halt immer, rein, nehmt euch kein Beispiel, trinkt erst ab 18, wenn ihr nicht 18 seid, hört auf damit und kennt euer Limit. Meine Methode war es halt immer, wenn ihr euch da was in zwei Gläser sozusagen reinkloppt, das haut ihr rein und dann und nachspielt. Das geht schneller und finde ich unkomplizierter. Meine persönliche Meinung. Ich erzähle euch alles und dann bei sowas werde ich sagen. Wenn ihr euch eine Mische reinhaut, Digga, die so, weiß ich nicht, wo ihr dann da 400 Milliliter Orangen, oder okay, 200 Milliliter Orangensaft und dann so ein bisschen, oder 350 Milliliter Orangensaft, ihr müsst das ja erstmal alles austrinken. Bei den anderen ist es zack, kurz. Kurz Luft anhalten, nichts machen und dann nachspülen. Dann ist es genau das Gleiche und ihr habt nicht so viel Zeit verschwendet. Perfekt. Aber Alkohol, Freunde, nehmt euch da kein Beispiel. Trinkt auch nicht so oft, nur bei so Anlässen. Nur bei Anlässen. Und selbst da, Freunde, kennt euer Limit. Es ist nie cool, wenn ihr jetzt mal hier was Richtiges von mir hören wollt. Es ist nie cool, wenn ihr direkt am Ende seid und dann liegt ihr da an der Ecke und kotzt dann rum und weiß ich nicht was. Das ist nicht cool, Freunde. Ein bisschen geht, wenn ihr alt genug seid, wenn ihr euer Limit kennt, wenn ihr auf dem Geburtstag euren besten Freunde seid oder ihr seid irgendwo Freunde und auf einer Hochzeit von eurem, keine Ahnung, der Hochzeit ein bisschen los, da kann man schon mal ein bisschen was trinken, was denn? Aber ihr kennt euer Limit, nur während der WL. Aber wenn ihr jung seid, Freunde, an die 13-, 14-Jährigen, trinkt kein Alkohol. 13, 14, 15, 16, 17. Not so good. Und Drogen, jetzt real talk. Alkohol ist ja auch eine Droge, aber ihr wisst, was ich meine. Richtige, so Drogen, Freunde, haltet euch fern davon. Das bringt nichts. Niente. Nada. Null. Das ist wirklich das, da kann man wirklich sich sein Leben verkacken, wirklich jetzt. Und wenn euch irgendwelche Leute sagen, ja komm, spritz dir mal irgendwas und so, wir machen das jetzt auch und du bist voll der Knecht, wenn du das nicht machst, Freunde, Kontakt abbrechen zu den Leuten, auf Instagram gehen und der nächst geilen Olle schreiben, hey, wie sieht's aus, so auf andere Gedanken kommen, irgendwas machen, irgendwas anderes machen, aber nicht neuen, Freunde, haltet euch fern von so Leuten, real talk jetzt. Hoffi mit 5 Euro, wie geht's dir, Bu? Und sind das deine Naturlocken oder sind die gemacht? Und mach weiter so, das ist Natur, mein Friend. Zack ist Natur, ich war übrigens beim Friseur. Auch nötig. War echt nötig, aber guter Übergang hat Osman gemacht, Osman Abel. Offiziell RDW mit 2 Euro, wie heißen die Lichter im Hintergrund? Nanoleafs, die habe ich von Obi. Okay, Freunde, jetzt weg von Alkohol. Ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Was liegt euch auf dem Herzen, was ihr schon immer mal wissen wolltet? Meinung zu FIFA bis jetzt keine, kann ich noch nicht zu sagen. Macht richtig Bock, kann ich dir jetzt sagen. Ist nicht unter den Erwartungen. Seit wann machst du Fitness? Seit 4 Jahren. Ich war aber 3-mal oder so verletzt. Und ich nehme das jetzt auch nicht so krass ernst, Fitness. Ich gehe einfach zum Sport, Freunde, um ein bisschen durchtrainiert zu sein. Aber man kriegt auch, Digga, wenn du 4 Jahre zum Sport gehst, kannst du so viel rausholen. Ich bin halt so einer, der zum Sport geht, Freikopf kriegt, einfach so geht, um ein bisschen gut auszusehen, körperlich, aber jetzt nicht irgendwie auf die Bühne geht. Ich esse auch schon viel Müll. Oder was jetzt Müll? Ich esse auch mal einen Döner, eine Pizza, ein Eis. Das gibt es bei mir auch, aber ich mach's halt, ja. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Könntest du in Zukunft 21 Uhr anfangen zu streamen? Ja, Freunde, wird auch kommen. Edi, denkst du, man sollte sein erstes Mal mit seiner ersten Liebe haben? Ist natürlich besser. Erste Liebe.
Ja, aber in meinen Augen, ihr wisst gar nicht, was Freunde, für Liebe braucht man Lebenserfahrung. Liebe ist eine Sache, die kommt erst mit der Zeit. Das ist nicht so, dass ihr sagt, oh, ich finde die voll geil und ich bin jetzt seit 2 Wochen mit der zusammen, ich liebe die. Das geht gar nicht, wenn ihr 14 seid, 15 seid. Ich lüge nicht, das funktioniert nicht. Ihr könnt verknallt in einer sein, ihr könnt verknallt sein, aber Liebe, Freunde, Liebe ist ein bisschen was anderes. Das ist so, wie soll ich das erklären? Freunde, wenn ihr ein Mädchen liebt, dann interessieren euch so gar nicht andere Weiber. Dann klar gibt's hübsche Mädchen so, aber euch juckt es einfach nicht so. Ihr spielt gar nicht mit den Gedanken, oder? Wenn ihr so jemanden liebt, dann wollt ihr, dass es der Person sozusagen besser geht als euch selber. Kann man das so sagen? Dass ihr so immer an der denkt und sowas. Liebst du deine Freundin? Ja. Ich liebe meine Freundin, Freunde. Ihr müsst so, keine Ahnung. Real Talk jetzt. Wenn meine Freundin zukommt, super Sache. Ich, Freunde, also es ist wirklich so, ich interessiere mich gar nicht für andere Mädchen. So. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich meine das krass ernst. Also ich habe nicht mal das Bedürfnis, wenn mich eine... Ich habe Guardiolas Cousin gezogen, Sergio Guardiola. Wenn mich eine... Sabi, mir schreibt ein Mädchen an, was richtig, richtig gut aussieht. Digga, ich würde sagen, hey, hör mal, das ist schön und so, aber ich hätte gar keinen Reiz. Also mich würde das gar nicht interessieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich bei mir so. Also mich juckt das 0%. Und das findet man... Also ihr merkt das erst, ob ihr jemanden liebt, da braucht man Zeit für. Sowas. You understand? Ich hatte 4 Jahre eine Freundin, dann hat sie mit meinem besten Freund zusammengekommen. Perfekt. Ich habe sie so hart geliebt, aber naja, irgendwann kommt die richtige. Ja, wenn ihr eine Freundin habt und sie kommt dann mit eurem besten Freund zusammen, dann könnt ihr euch sicher sein, dann kannst du froh sein, dass ihr nicht mehr zusammen seid, weil dadurch Platz entsteht für halt das Mädchen, die richtige ist, wenn man das so sagen darf. Weil, Digga, wenn... Das hat moralische Gründe, Digga. Du kannst doch nicht, kannst du doch nicht bringen, Digga. Das ist so, als weiß ich nicht. Könnt ihr ja nicht bringen. Richard schaut den Stream gerade mit Tränen, was du sagst. Bin nächste Woche bei... Habt ihr frei, weiter Fragen? Frag weiter, Chat. Aber du wirkst dir doch trotzdem den Jürgen. Ja, natürlich, Freunde. Derjenige, also ich kenne niemanden, der sich nicht den Jürgen wirkt. Friede, Jürg, wirkst du dir den Jürgen? Heute schon, gestern Nacht, heute direkt nach dem Aufstehen. Siehst du? Das ist menschlich. Und Mädchen, die sagen, oh, ich mag das nicht, wenn du dich selber anfällst, dann denkst du doch an andere Mädchen. Digga, die sollen mich nicht nerven, also wirklich. Das gibt sowas, Freunde. Das ist was ganz Normales, mein Gott. Kann man ja auch nicht jede Woche wegflanken. Was für ein Landsmann bist du? Ich bin halb Ägypter, halb Deutscher. Eni, würdest du deine Freundin fremdgehen für Richard? Nein. Richard, dich hört's an? Call me, maybe? Nein. Call me. Keanu Leandro, hast du mal deine Nähe als bezeichnet? Nee. Also generell mache ich das nie als beleidige ich fast niemanden. Aber ich kam auch schon der ein oder andere Kraftausdruck auf jeden Fall. Also ich habe meine Lehrer echt gehasst damals. Also auf der Oberschule. Oberschule, Freunde, war das schlimm. Ja, meine Lehrer. Du hattest ja gechillte Lehrer, weil du Fußballprofi warst, Junge. Die haben dich eingeschleimt bei dir, weil sie dachten, sie kriegen dann irgendwie umsonst Karten für Spiele oder so. Wann kommt der Stream mit den Teasies? I don't know. Jetzt wegen Corona, Freunde, ich komme aus Berlin. Corona ist, Berlin ist ein Risikogebiet gerade. Oder hier wird gerade alles verschärft, keine Ahnung. Ist nicht so einfach. Hast du meine Schlägerei, wo du eine richtige Bombe verteilt hast? Nee. Ich habe noch nie eine Bombe kassiert. Ich habe auch noch nie jemanden eine gegeben. Ich habe einfach nicht Stress. Ohne Sinn. Ich auch nicht, Freunde. Also ich sage euch ehrlich, eigentlich die Leute, mit denen ich zu tun habe, die mögen mich alle. Und ich mag eigentlich auch nur... Ich hänge halt nicht mit Leuten ab, die ich nicht mag. Und wenn mich jemand beleidigt oder so, Digga, das ist mir so Rille. Weil wenn du dann vor denen stehst, dann sagen die nicht dann da, ja, hier, bla bla bla. Es gab mal Phasen, Freunde, es ist bestimmt schon 3 oder 4 Mal vorgekommen, dass Leute mich schlagen wollten. Die sind dann zu meiner Oberschule gefahren und wollten mich schlagen. Von einer anderen Schule, weil Eli Geller in die ein oder andere DMs geslidet ist. Und das ist mir 2 Mal jetzt schon passiert, damals. Ich bin in eine DM von Vibe geslidet. Digga, die hat mich auch voll angemacht und wir haben halt geschrieben. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie einen Freund hatte. Wow, was kann ich denn dafür, wenn sie mit mir schreibt? Sie hat zu mir gesagt, dass sie keinen Freund hat, so in der Art. Also ich wusste es nicht. Und dann sind dann so Leute zu der Schule gefahren von mir und wollten mich schlagen. Und dann habe ich denen gesagt, hör mal zu, Großer. Der hat mich halt voll beleidigt, weiß ich noch einmal. Der hat mich todesbeleidigt. Und meinte, ja, bla, was schreibst du meiner Freundin und so? Digga, ich dachte mir so, hä? Ich habe denen gesagt, ich habe ihn nicht zurückbeleidigt, weil dann wäre es eskaliert. Ich habe zu ihm gesagt, ey, deine Freundin hat mir nicht mal gesagt, dass sie einen Freund hat. Ich würde mal lieber mit deiner Freundin Virgin reden. Dann meinte er, ja, bla, du lügst doch und so. Und dann, Digga, habe ich denen das gezeigt alles, dass die nicht mir was gezeigt, also ich wusste es nicht, was kann ich denn dafür? Und dann...
bist safe falsch, Junge. Du musst eine Betonung noch machen. Was? Junge, ich schwöre, Junge, ich hab nichts gemacht, Junge. Dass du einen Freund hast. Ach, Junge, ich schwöre, Junge. Nein, ich hatte nicht mal Angst. Ich hinter mir, da waren alle meine Freunde auch. Also das hat sich so schnell entschärft, die Situation. Die Situation hat sich so krass schnell entschärft. Er meinte so, du kleiner Punkt, Punkt, Punkt. Was schreibst du meiner Freundin? Da habe ich direkt gesagt, Digga, ich wusste nicht mal, dass es nicht deine Freundin ist. Nicht, Digga. Nein, ich meinte, ich wusste nicht mal, dass es deine Freundin ist. Und habe ihm den Chat gezeigt und da meinte er, oh mein Gott, diese Sch*** und so, die wird jetzt sehen, tut mir leid, Bruder. So, ich lüge nicht, das ist mir zweimal passiert jetzt. Zweimal ist es mir so passiert. Ich kann doch nichts dafür, Digga, ich kann doch nicht riechen, dass die eine Freundin, dass sie einen Freund haben. Was kann ich dafür, wenn mir schreiben? Was kann ich dafür, wenn mir irgendwelche mir antworten, wenn die einen Freund haben und voll mich anmachen und voll flirten? Dafür kann ich doch nicht riechen, Digga. Weil du aussiehst wie Enrique Iglesias. Ja, ne, Digga, ohne, das ist so Quatsch mit Soße. Was kann ich dafür, Chat? Hast du schon was gezogen? Ach, feuchten Händedruck habe ich gezogen bis jetzt. Ich kann nichts dafür, Friede, sag ich dir so, wie es ist. Ich habe eine Frage an dich, Sidney. Hast du schon mal mit einem vergebenen Mädchen geschrieben? Geschrieben, safe. Ja, ja, aber wusstest du das? Ja. Und geflirtet auch so? Was sie zulässt, was sie anbietet. Also hat sie, ich finde das so, Freunde, von diesen ganzen Weibern, das ist so schlimm, wirklich. Also es gibt auch Jungs, die das machen, das ist auch scheiße. Aber, Digga, wenn ihr in einer Beziehung seid, dann dürft ihr gar nicht so, dass, wenn ihr in einer Beziehung sagt und ein Mädchen sagt zu euch, ey, du bist voll hübsch, dann sagst du dir Dankeschön. Wenn sie sagt, können wir uns treffen, dann sagst du, nein, ich habe eine Freundin. Und nicht dann irgendwie, ja, oh ja, können wir, du lässt sowas gar nicht zu. Und hast du schon mal mit einem Mädchen geschrieben, die einen Freund hatte und die hat dir Nudes oder so geschickt? Nö. Nein? Nö. Okay. Vielleicht hast du schon mal Nudes bekommen von jemandem, die einen Freund hatte. Weiß man ja nicht. Ja, genau. Und sowas geht nicht, Chat. Edi plus 1, ja, sag ich doch. Wenn ihr in einer Beziehung seid, Freunde, dann chillt euer Leben. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Freundin und die schickt jetzt gerade in dem Moment Nacktbilder an einen Typen. Würdet ihr das wollen? Nein, also macht selber auch nicht. Ohne Sinn. Junge, ich würde meine Freundin so auseinandernehmen. Wow. Dann die erste Bombe nehmen. Nein, sagst du, nee. Auch nie Mädchen schlagen, Freunde oder Frauen. Wenn euch auch jemand sagt, wenn ihr einen Kumpel habt, und der sagt, ja, ich habe eine Freundin und ich habe letzte Woche auf einer Party, ich weiß nicht, eine andere weggehauen. Digga, dann würde ich wäre der Erste, der sagen würde, du scheiß Knecht, das ist doch nicht mal cool. Ich wäre jetzt auch nicht einer, der das dann sagt oder so. Ich würde dann zu ihm sagen, Digga, das ist nicht cool, mach das nicht und so. Das würde ich sagen. Und wenn er dann sagt zu mir, was bist du denn für ein Knecht? Würde ich sagen, ja, du bist der Knecht, so in der Art. Man kann leider so wenige vertrauen heutzutage, das ist echt schlimm, weil keiner mehr Anstand hat. Ja, das würde ich so nicht sagen, mein Freund. Gibt bestimmt viele, die sehr verhurt sind und dreckig, aber die Typen ja genauso, Freunde. Die Jungs sind auch ganz schlimm. Man kann es nicht immer nur auf die Mädchen schieben. Die Jungs sind auch daran schuld. Mädchen schieben alles auf die Jungs schieben alles auf die Mädchen. Ja, ich schwöre. Man muss das mal ganz pauschal sehen. Every day.